Der Kandidat, der ist startklar. Gelbe Fahne ging nach oben für das ID 150. Deutsche Derby haben sich die Boxentüren geöffnet an der 2400 Meter Marke. Die 15 Kandidaten sind auf der Reise. Und wer übernimmt zunächst einmal das Kommando? Surrey Thunder an der Innenseite mit Amiro. Dann sehen wir direkt Lacario in dritter Position an der Außenseite. Magadan vor Akon, vor Beam Me Up, vor Quest the Moon. Dahinter innen Django Freeman, vor Moonlight Man, Sibelius, Genghis First, Sochi Valerie, dahinter Moya vor Ormus und am Ende des Feldes, da galoppiert zunächst einmal Andoro. So ging es unter ihrem Beifall am Zielpfosten vorbei, in den Wandsbecker Bogen mittlerweile hinein. Und dort hat Amiro das Kommando, zeigt den Weg. Amiro führt also vor außen Magadan, dann Surrey Thunder in dritter Position. Auszumachen. An der Innenseite sehen wir dann den Derby-Favoriten Lacario, der hat ein optimales Rennen. An der Außenseite ist natürlich auch Quest the Moon sofort in vorderster Linie auszumachen, genauso wie Akon. So geht es in die Gegenseite hinein. Django Freeman aktuell in achter Position. Amiro zeigt aber nach wie vor den Weg, führt vor Surrey Thunder. Das Tempo ist nicht übermäßig schnell. Außen Quest the Moon ein wenig eifrig dort in den Händen von Andra Starke. Dahinter dann Beam Me Up, Akon. Lacario hat ein optimales Rennen. Dann die Gruppe mit Django Freeman, da hat sich Lucas Delosier genau ins Fahrwasser von Eddie Pedrosa gelegt. Dann ist es Moonlight Man, Genghis First hat die Position verbessert. Vor Sibelius an der Innenseite, vor Sochi Valerie, dann macht Andoro Boden gut, vor Moyan und Ormus aktuell am Ende des Feldes auszumachen. So geht es mittlerweile in den Hornerbogen hinein. Und vorne ist außen Magadan mit Amiro an der Innenseite, dann Surrey Thunder, dann die gemeinten Pferde. In einer Linie sind sie innen, Lacario, Django Freeman, außen Quest the Moon, noch weiter außen Beam Me Up, der geht extrem weite Wege. Sibelius macht Boden gut, dann ist es Moonlight Man, Sochi Valerie. Andoro setzt nach Moyano und dann ist es Ormus. Gleich geht es in den Einlauf hinein im Jubiläumsderby, im 150. deutschen Derby. Surrey Thunder geht nach vorne. Surrey Thunder ganz innen an den Rails. Hat Lacario die Lücke gefunden. Amiro bleibt mit dabei und ganz außen Andra Starke jetzt mit Quest the Moon. Quest the Moon an der Außenseite ist vorne. Innen Lacario, Django Freeman. Jetzt kommt Akon aus den Wolken angeflogen. Lacario an der Innenseite. Lacario, Django Freeman. Freeman, Akon, dann Quest the Moon und dann der Rest. Lacario ist der Derby-Sieger für Andreas Wöhler, für Manfred Ostermann und das Gestüt Intlingen. Und endlich hat es geklappt. Eddie gewinnt sein erstes Derby, Eddie Pedrosa mit Lacario. Vorläufiger Richterspruch, 10. Rennen, ID 150. deutsches Derby. Sieger ist die 1 Lacario, auf dem zweiten Platz die 2 Django Freeman, drittes Pferd die 4 Akon, viertes Pferd die 3 Quest the Moon und fünfter die 7 Surrey Thunder. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, ID 150. deutsches Derby, 1 Lacario, 2 Django Freeman, 4 Akon, 3 Quest the Moon und 7 Surrey Thunder.